Hey Leute, kommt zurück zu Far Cry New Dawn. Im letzten Part haben wir Thomas Rush befreit, der hier steht, und haben eine Expedition gemacht, da hinten bei Rocher mit seinem Helikopter. Und wir müssen jetzt noch eine Einrichtung verbessern bzw. wieder aufbauen, aber dafür brauchen wir Ethanol, was wir hier herbekommen aus den Außenposten oder halt auch aus diesen Vorratskisten, die die Flugzeuge der Highwaymen immer abwerfen. Und wir reisen jetzt erstmal hier hin. Da haben wir es dann nämlich nicht so weit zum nächsten Außenposten, den wir schon hier entdeckt haben, aber noch nicht geplündert haben, beziehungsweise noch nicht hier die Gegner besiegt haben. Und der Außenposten müsste dann eigentlich schon reichen, dass wir die letzte Verbesserung hier tätigen können. Schauen wir mal. Da Irgendwer hat uns den ist Schlüssel es. geklaut, den wir aus dem Zug geholt haben. Und dabei hatten wir noch viel mit dem vor. Das müssen die Lose aus Prosperity gewesen sein. Dafür werden sie bezahlen. Was heißt hier Loser aus Prosperity? Nee, nee, nee. Oh! Eine Vorratslieferung ist unterwegs. Wo fliegt denn hier das Flugzeug lang? Da! Oh yeah, das fliegt ja gleich direkt zu uns. Das ist sehr gut. Und da landet es. Oh yeah! Da ist auch ein bisschen Ethanol drinne, wie gesagt. Zack, da ist es. Schnell mal hier plündern. Da beschießen sie sich wieder gegenseitig. Und bam. Haben wir überhaupt einen Held hier zugewiesen? Nein. Beziehungsweise Helfer? Nö. Jetzt haben wir hier wieder Nana. Oh Gott. Oh, verfehlt. Aber jetzt treffen wir ihn. Jawohl. Double Kill mal wieder. Sehr schön. Und was ist das denn für ein Tier gewesen? Ich weiß es nicht. Oh. Wieder so jemand, der die Leichen plündert. Zack. Wow. One-Hit K.O. Sehr gut. Oh, was macht denn der denn da oben? Erstmal hier die Kräuter nehmen und dann schleichen wir uns mal hier hoch. Oh. Ja gut. So viel zum Thema Schleichen. Aber er hat uns ja sowieso nicht so schnell bemerkt, wie wir ihn bemerkt haben, beziehungsweise so langsam wie er reagiert hat, so schnell konnten wir ihn auch ausschalten. Aber leider gab es hier nicht so viele Gegner, nur den einen. So, da sind wir beim Außenposten. Eigentlich könnte ich die Markierung jetzt wieder wegmachen, aber wir lassen die erstmal drauf. Wir müssen uns hier langsam anschleichen und am besten das Licht hier ausweichen. Oh, da fährt Patrouille lang. Zum Glück haben sie uns nicht gesehen. Mission in der Nähe. Befreie den Außenposten. Ich bin schon unterwegs. Und da vorne ist ein Alarm. Das sieht man. Genau da hinten. Reden, nee. Mit Nana wollen wir gerade nicht reden. Können wir uns bis zum Alarm schleichen? Ich hoffe mal. Sieht gut aus. Bis jetzt noch. Schleichen uns hier hoch. Ja, genau. Da stimmt uns schon jemand zu.
Überblick. Dann verschaff dir einen. Oh. Oh, da sehen sie uns. Ach, der Typ hat uns gesehen. Na super. Zack, weg mit ihm. Jetzt müssen wir hier noch schnell den Alarm auslöschen. Den Alarm kaputt machen. Oh Gott. Mach das Ding kaputt. Alarm ausschalten, schnell. Erste Hilfe. Den Alarm deaktiviert. Sehr schön, ihr habt euren eigenen Alarm aktiviert. Ihr seid so blöde. Aber danke für die Hilfe. So. Den habe ich schön das Messer reingerammt. Den habe ich schön mit dem Messer getötet. Zack. Die Sniper ist auch down. Sehr gut. Ist einer noch. Boom. Was so wenig? Kö. Also, das ging fix. Sogar sehr fix. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier was für die Base machen können. Ja, können wir. Machen wir mal hier einfach mal die Krankenstation. Zack. Dann wollen wir mal hier zurück nach Prosperity reisen. Verbessere Prosperity auf Stufe 2. Dann machen wir das mal. So, verbessern. Stufe 2. Hey, komm rüber. Wir fangen gerade erst an. Greif zu, solange es heiß ist. Was so gut riecht, ist schnell weg. Ich nehme das mal als Kompliment. Mom hielt es für eine gute Idee, ein Essen für alle zu veranstalten, für die Moral. Ich schätze, das funktioniert. Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Alle außer ihr. Sie macht nie Pause. Erwarte nicht, dass sich das ändert. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so viele Gäste hatte. Vielleicht, als ich der ganzen Stadt erzählt habe, dass ich mit dir schwanger bin. Mom. Ach, alle haben sich so für Dad und mich gefreut. Es ist nicht perfekt und noch lange nicht fertig, aber es ist schön, etwas zu haben, worüber man sich freuen kann. Darauf trinke ich. Ohne dich gäbe es das alles hier gar nicht. Und jetzt hol dir einen Drink. Hast du dir verdient. Was zum Teufel? Sie sind da. Wir müssen die Kinder reinbringen. Komm! Ha. Nehmt die lieber runter. Ihr wollt doch den Kindern keine Angst machen. Carmina! Keine Sorge, alles wird gut. Tut mir leid. Ich kann's einfach nicht leiden, wenn man Kinder anlügt. Warum macht ihr das? Wegen deines Helden hier. Vor dir lief ja alles bestens. Aber du... Du bist ein beschissenes Problem. Du stiehlst und bringst alles aus dem Gleichgewicht. Wir sollten sie einfach umlegen. Nein. Warte. Wir wollen keine Märtyrer. Wir wollen nur allen klarmachen, dass deine Hilfe in Wahrheit ein Fluch ist. Jede Person, der du hilfst, jedes Kind, das du inspirierst, jede Siedlung, die du baust, nehmen wir dir weg. Und wenn du nichts mehr hast, kommen wir zu dir. Nicht fallen lassen. Die einzige Währung in dieser Welt ist Stärke. Und du, du lässt uns schwach aussehen. Damit ist jetzt Schluss! Wir nehmen dir alles, was du liebst. Zuerst dein Zuhause. Und was wir nicht nehmen können, zerstören wir. Seid nicht hier, wenn wir zurückkommen. Komm.
Kommt her, kommt her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt schon, es ist gut. Alles gut. Alles gut, gehen wir zurück. Na los. Die Highwaymen können jeden Moment zurückkommen. Im Autoradio sind jetzt mehr Kanäle verfügbar. Sehr gut zu wissen. Zeit zu verlieren. Ja, haben wir auch nicht. Was sollen wir als nächstes tun? Carmina hat mir alles erzählt. Auf keinen Fall werden die Highwaymen sich einfach nehmen, was wir aufgebaut haben. Jetzt werden sie mit allem, was sie haben, zurückkommen. Gut, wir sorgen dafür, dass sie es bereuen. Wir haben nicht viel Zeit, um uns entsprechend vorzubereiten. Deswegen müssen wir ganz genau wissen, wann diese Mistkerle kommen. Ich habe einen Späher vorgeschickt. Beim kleinsten Anzeichen von Ärger werden wir gewarnt. Das sollte uns genug Zeit verschaffen. Ich würde mich besser fühlen, wenn du mal nach ihm siehst, Captain. Sorg dafür, dass er bereit ist. Wir können uns keine Fehler leisten. Wenn diese Mauern fallen, war's das für uns. Das mit dem Zug tut mir leid. Jo, ich guck dann mal. So, machen wir das mal hier aktiv. Macht auf, das Tor! Es ist ja nicht hier weit weg. Zu laufen ist es aber trotzdem weit, deswegen schnappen wir uns hier das Motorrad und fahren hin. Mal gucken, ob sie sich wieder trauen, herzukommen. Oh Mann. Komm schnell wieder hier hoch. Über die Schotterpiste hier. Durch das Geländer. Über die Straße kann jeder fahren. Und wir sind gleich da. Wir gucken nach ihm. Oh yeah. Sprich mit dem Speer. Der ist auch mit dem Motorrad hierher gefahren. Bisher ist alles ruhig, aber sie könnten jeden Moment auftauchen. Ich hoffe nur, dass ich alle rechtzeitig warnen kann, wenn die Highwaymen kommen. Wir können uns nicht leisten, die... Scheiße! Das sind sie! Geh zurück zu den anderen! Los! Ja, ich fahr zurück! Da hat man sie gehört! Sie kommen! Das müssen wir verhindern! Wir müssen die Base verteidigen! Und Nana kommt da irgendwie so langsam aber sicher hinterher. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, Thomas. Ich komm schon. Ja, das ist sehr gut, dass du sie siehst. Ich weiß gar nicht, ob du hier auf meinem Motorrad bist oder ob du wieder zurück in die Heimat laufen musst. Oh Gott. Ja, ich werde hier auch getroffen. Warum könnt ihr die Tore nicht öffnen? Da sind sie. Wir müssen erstmal hier draußen kämpfen. Und warten, bis sie die Tore öffnen können. Erstmal von hier draußen beschützen. Da sind sie. Kommen sie. Mit Motorrädern. Mit Quads. Mit allem drum und dran. Oh. Zack. Double Kill. Schöne Explosion da gerade. Oh yeah! Die Action ist real! Die Action ist da! Zack! Wo kommen noch mehr? Da! Ja, verfehlt. Zack! Wenn der Segelabwehr verlässt, müssen wir halt das nehmen. So schnell rein! Und von hier drinnen beschützen! Okay. Es war mir klar, dass das noch nicht alle waren. Ja, machen wir. Keine Sorge. Munition wurde aufgefüllt. Für Sägeblätter auch. Naja, eher nicht. So, wir haben aber hier noch genug Feuerkraft für alle da. Oh yeah. LMG-Amateur. Also, so wie ich hier schieße, würde ich nicht sagen, dass ich ein Amateur bin. Da kommen sie wieder. Ah. Wo fahren sie denn lang mit ihrer Karre?
Na komm, zeigt euch. Die umfahren unsere Base, so wie es aussieht. Das dürfen wir nicht zulassen. Ihr dürft hier nicht rein. Mensch, steigt aus eurer scheiß Karre aus. Sonst machen sie einen Arsch. Bam. Wo sind sie denn noch? Hier gibt's Muni. Munition auffüllen. Oh. Die kommen von der Richtung. Zum Glück sind die hier noch Level 1. Ist doch voll easy gegen die hier. Zur nördlichen Mauer. Der ist sowieso down. Das ist sehr gut. Noch mehr Muni auffüllen. Und da kommen sie wieder. Aus allen Richtungen. Zack, der erste ist down. Oh, eine Sniper. Die ist auch weg. Nana ist auch eine Sniperin. Ich bin doch schon vorne. Oh Gott. Nein. Oh no. Zack. Welche Rampen? Ich sehe keine Rampen. Da ist wieder eine Sniper. Da oben. Ihr kommt hier nicht rein. Das könnt ihr vergessen. Da hinten muss noch irgendwo einer sein. Ja, da ist auch noch einer. Oh no. Ein Truck von Westen. Da ist er. Zack, boom. Weg mit dem Truck. Oh. Schon wieder Sniperinos. Wo ist denn der Sniperino? Ich sehe ihn gerade nicht. Oh no. Na komm. Jo, machen wir. Ich frag mich, wie die reingekommen sind. Ihr kommt nicht rein. Ganz und gar nicht. Oh Gott. Er hat ein Schild, aber der wurde schnell erledigt. Nö, vergiss es. Hier geht's nicht rein. Such den anderen Eingang. Ich bin verarztet. So ist es nicht. Wo kommt denn die nächste Welle? Das sieht stark nach da hinten aus. Ja, hier kommen sie auch. Beschützt die Kinder. Bringt sie in Sicherheit. Sägeblattmuni. Oh. Nein, der wird nicht verarztet. Kannst du vergessen. Oh, der ist schon down. Zack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die Muni auffüllen. Immer wichtig. Zack. Das Ding füllt leider nicht so viel Muni auf. Das müsste erstmal reichen. Ein Hubschrauber? Wo? Da. Nein! Verfehlt! Dann wollen wir die doch mal schnell töten hier im Fallschirm. Zack, der eine ist abgestürzt. Und die anderen? Der Heli lebt ja immer noch da oben. Ihr kriegt das hin, oder? Hoffe ich mal. Ah, schon wieder verfehlt. Mensch, dieser Heli. Zack, down. Sehr gut. Ernsthaft jetzt? Warum sind hier so viele tot? Ach du Scheiße. Stirb. Stirb. Oh Gott. Kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Komm, Thomas. Ich helfe dir. Komm hoch. Oben. Oh Mann. Die sind hier drinne. Da hinten. Da kommen sie angerannt.
Schrei doch nicht so! Down. Du stirbst auch. Da hinten kommen sie. Zack, weg. Da hinten ist bis jetzt noch keiner wieder. Gehen mal wieder hier hoch. Gehen mal wieder hier in Lauerstellung. Die Musik ist noch laut und deutlich zu hören, dass hier noch Action ist. Wir können hier erstmal hier noch Munition auffüllen, nochmal neu. Da schießen sie wieder. Sind die immer noch in unserer Base? Ja, sind sie. Oh no. Ja, sie hauen ab. Abgeschlossen. Sehr gut. Hilft mir jemand? Mom! Hey, sieh mich an. Sieh mich an. Hey, geht's dir gut? Bist du verletzt? Nein, alles gut. Und du? Alles gut. Keine Ahnung, pack an, wo du kannst. Wie schlimm ist es? Wir haben ein ernstes Problem. Wir haben viele Leute verloren. Den Verletzten geht es schlecht. Wenn die Zwillinge zurückkommen, war's das. Es ist niemand mehr übrig. Was ist mit dieser Gruppe im Norden, New Eden? Moment, soll das ein Witz sein? Ich habe sie in Aktion gesehen. Sie griffen das Lager an, in dem ich festgehalten wurde. Nur zu zweit. Die haben absurd viele Kugeln eingesteckt und verschwanden dann im Wald. Die Highwaymen nennen sie Geister, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Typen waren bis unter das Kinn vollgepumpt. Wir brauchen sie. Ist dir bewusst, dass du vorschlägst, zu Joseph C. zu gehen? Dem Mann, der jahrelang unsere Familie terrorisiert hat? Aber das war früher. Seitdem hat er uns in Frieden gelassen, Mom. Was immer auch passiert sein mag, das war früher. Halt dich da raus. Wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine kriegen, sind wir alle tot. Ein Deal mit New Eden wäre wie ein Deal mit dem Teufel. Einen anderen Deal gibt es nicht. Was sie auch haben, was immer ihr Geheimnis ist, wir brauchen es. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Finde heraus, was dieser Joseph hat. Ich kläre die Sache hier. Unterbrechung. Carmina. Vor Jahren. Alles okay? Hat er dir wehgetan? Der Mann mit dem Bart? Er hat mir nur Essen gegeben. Wenn er nochmal hierher kommt, sagst du sofort Mom und mir, hast du verstanden? Ich hab Hunger. Ihr habt gesagt, wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ja, aber von dem nehmen wir nichts an. Nicht mal Essen. Warum? Weil wir diesen Mann schon vor deiner Geburt kannten. Er hat sehr schlimme Dinge getan. Er hat Dad wehgetan und wollte unserer Familie wehtun. Hey, wenn du ihn siehst, renn weg so schnell du kannst. Okay? Und jetzt geh rein, mein Schatz. Sie muss es lernen. Wir nehmen keine Hilfe von Peggys an. Teil 2. Neue Allianzen. Das Geheimnis von New Eden. Story Mission. Aber ich glaube, bis wir da hingekommen sind, müssen wir noch einiges hier auf der Karte aufdecken. Oh ja. Das ist da hinten. Und bis dahin ist es noch ein ziemlich weiter Weg. Wir können ja hier im nächsten Part den hier befreien, den Sharky. Und dann hier den Nick. Und dann sind wir auch schon soweit bei New Eden. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir das nicht schaffen, den hier zu befreien. Weil wir wissen ja nicht, was hier noch alles, wo wir noch nicht das hier freigemacht haben, was hier noch alles ist. Aber dann gut. Das war's erstmal mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat,
dann gebt ihm doch einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.